Herzlich willkommen zum Thema Motivation pur für Selbstständige und Unternehmerinnen selbstverständlich. Wie motivierst du dich im Alltag? Sehr viele Menschen motivieren sich, indem sie sich Ziele stecken, dass sie dieses oder jenes erreichen möchten. Es gibt einen Teil von Unternehmer, Unternehmerinnen, selbstständigen Menschen, die machen es ein bisschen anders. Die sind jetzt sofort motiviert, und zwar im Alltag zu über 90%, und erreichen ihre Ziele fast automatisch. Und übrigens habe ich in diesem Video noch einen persönlichen Power-Tipp für dich. Wir starten sofort los. Wenn man sich zum Thema Motivation ein bisschen umschaut, nachher hört man und sieht man sehr ähnliche Dinge. Das heißt, du musst Ziele haben, du musst wissen, was du erreichen möchtest. Du musst ganz klar wissen, wohin du willst. Das spornt dich an. Da bist du dann motiviert. Vielleicht ist es so. Ist es wirklich so? Oder geht es anders? Weil was passiert, wenn ich die ganze Zeit an die Zukunft denke, wenn ich die ganze Zeit auf etwas warte? Bin ich nachher jetzt, und zwar hier und heute, bin ich nachher jetzt im Mangel oder in der Fülle? Wenn ich die ganze Zeit in der Zeitebene bin, das heißt, wie gesagt, warten, gewinne ich da Energie oder verliere ich da Energie? Du hast vollkommen recht. Ich bin hier und heute im Mangel, wenn ich die ganze Zeit ans Ziel denke, wenn ich die ganze Zeit irgendwelchen Dingen hinten nachlaufe. Und ich verliere ein Maximum an Energie, weil ich die ganze Zeit in der Zeitebene gefangen bin. Es geht auch leichter, es geht auch anders. Dein Unternehmertum, deine Selbstständigkeit, was ist da alles so drin? Schauen wir es uns einmal an. Da ist vielleicht ein Team drin, da sind vielleicht Mitarbeiter drin, da sind Herausforderungen. Manchmal ist der Fluss sehr klar und manchmal ist er unklar. Manchmal scheißt dir vielleicht von außen jemand in deinen schönen Fluss. Große Herausforderungen entstehen. Du musst wieder schauen, wie du das lösen und wie du das machen kannst. Ein sehr guter Mitarbeiter kündigt auf einmal. Wow, und jetzt? Schauen wir uns das einmal an. Sind es nicht genau diese Dinge, die was das Ganze lebendig machen, die was das Ganze abwechslungsreich machen, die was das Ganze in Entwicklung halten, die Gemeinschaft mit anderen Menschen, sich zu freuen, total frustriert zu sein, wieder aus dem Fluss rauszufallen und dann wieder die Leichtigkeit zu erleben und zu spüren, manchmal die Ziele nachher auf einmal schneller zu erreichen, als wie man es je geglaubt hätte, ja. Ist es nicht das, was das Ganze jetzt, und zwar hier und heute, lebendig macht? Und alles das, was wir jetzt finden, das beflügelt uns. Zum Beispiel, wenn wir Urlaub fahren, dann sind wir da, hoffentlich. Wenn wir nicht die ganze Zeit am Handy sind oder am E-Mail, oder wenn wir richtig im Urlaub sind, und zwar mit dem Kopf runterkommen in der Natur, nachher gewinnen wir wieder Energie. Das lädt uns wieder auf. Da können wir so gut abschalten. Siehst du? Im Hier und Heute gewinnen wir Energie. Da fließt Energie zu. Das kann man im Alltag, im unternehmerischen Alltag, das kann man jeden Tag machen. Wenn wir uns unseren Themen, die was jetzt anstehen, stellen, wenn wir mit dem jetzt umgehen, das was jetzt da ist, ob leicht oder schwierig, ob es gerade einmal aufwärts fließt oder abwärts, wenn wir Möglichkeiten suchen. Je mehr, dass wir im Hier und Heute sind, das Erlebnis im Hier und Heute finden, desto mehr Energie fließt zu. Und wenn du ein Team hast, Mitarbeiter, also eine Mannschaft, dann kannst du doch ruhig einmal eine Packung Eis kaufen im Geschäft und durch deine Reihen gehen, also durch die Mitarbeiterreihen, und jedem einmal ein Eis geben oder beim Konditor einmal einen Schwung Apfeltaschen oder Kuchen. Einfach einmal die Gemeinschaft pflegen oder am Freitagnachmittag einmal ein Bier ausgeben. Die Gemeinschaft einfach pflegen und diese Gemeinschaft bewusst erleben und nicht die ganze Zeit an die Zukunft denken, weil genau da verlieren wir Energie. Das heißt,
wenn wir zu 90% im Hier und Heute sind, das Erlebnis im Hier und Heute finden bei unserem Tun, dann sind wir motiviert, wir gewinnen Energie und wir schauen mit 10% dahin, wo wir hin möchten, was wir schaffen und erreichen möchten. Und du wirst staunen. Auf einmal erreichst du deine Ziele viel schneller und viel leichter. Und du bist überrascht. Oh, jetzt haben wir das schon. Ah, okay, ja. Ah, das ist jetzt schnell gegangen. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, unseren Fokus neu ausrichten, ins Hier und Heute, das Erlebnis erkennen, das, was jetzt ansteht, Energie gewinnen und mit dem kleinen Teil nach vorne schauen. Nachher haben wir hier und heute mehr Energie. Wir sind jetzt motiviert, jetzt anzupacken, jetzt zu tun, aber nicht die ganze Zeit zu warten, bis es dann besser wird, sondern jetzt einfach den Impuls setzen, wie der Bauer, der was seinen Samen sät und eine Freude hat beim Samensehen. Und er sagt noch, oh, das wird dann wachsen, das ist ganz logisch. Und das ist selbstverständlich, das ist ein Naturgesetz. Also, Fokus neu ausrichten, ins Hier und Heute, da wo Energie fließt und mit den Themen und Dingen, die was jetzt anstehen, zu arbeiten. Und nicht die ganze Zeit zu tun, damit wir in Zukunft das erreichen, sondern zu tun, weil uns das jetzt ein gutes, du auch, gell? Weil uns das jetzt ein gutes Gefühl macht, weil wir da jetzt Freude dran haben, weil wir es jetzt anpacken, weil wir jetzt unseren Fluss wieder suchen. Und das macht einen richtigen Spaß. Natürlich, manchmal kriegt man einen schönen Auftrag, ist alles super, und manchmal passieren die gegenteiligen Dinge. Ja, das gehört dazu. Wie eine Welle hat auch zwei Seiten, auf und ab. Das gehört einfach dazu. Wir könnten den Kampf rausnehmen aus dem Alltag. Wie gesagt, wenn wir diesen Fokus neu ausrichten, ins Hier und Heute holen, nachher fließt uns Energie zu, und zwar unmittelbar. Es fließt immer noch mehr Energie zu. Und du wirst merken, am Abend bist du nicht einmal müde. Du hast sogar noch Freude an dem Ganzen. Du hast sogar noch kreative Ideen, wie du wieder neue Samen aussehen kannst. Und jetzt habe ich noch einen gute Laune Bauertipp, einen persönlichen Bauertipp für dich. Ich bin ja sehr gerne in der Sonne draußen und durch die Sonne produziert unser Körper sehr viel Vitamin D. Vitamin D ist das gute Laune Vitamin im Körper. Und wenn wir uns das einmal so anschauen, wenn wir die Hand einfach so anlegen, dann sehen wir, dass diese Innenfläche automatisch nach außen gedreht ist. Und man hat herausgefunden, über diese Flächen produziert der Körper das meiste Vitamin D. Dieses gute Laune Vitamin. Und der Körper braucht zu dieser Produktion auch Magnesium. Ich verwende gern dieses Diasporal 400. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel den ganzen Körper ganz dick mit Sonnencreme einschmiert, dann hat der Körper überhaupt keine Möglichkeit, Vitamin D zu produzieren. Das heißt, das Maß macht das Gift. Das Maß, in der Sonne draußen zu sein, das Maß, sich einzucremen oder auch nicht, das muss jeder selber herausfinden. Und nachher kriegt man im Alltag mehr Energie, mehr Freude, mehr gute Laune. Und wir haben ja gehört oder wir haben ja besprochen, wir richten unseren Fokus neu aus und somit fließt unsere Energie zu, und zwar im Hier und Heute. Und darum geht's. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vierte Servus, mach's gut.